Wo sind die denn alle schon wieder? Was macht ihr? Hallo, wir sind gerade ein Einsatzoutfit am Zusammenstellen. Am was zusammenstellen? Ein Einsatzoutfit. Oh, wir haben einen Einsatz. Kann ich mitmachen? Ja, wir wollen Lanzoni entführen. Wem? Lanzoni, den Richter. Oh, ich bin dabei. Wo muss ich hin? Was muss ich anziehen? Das ist so ein Schickimicki-Klamottenladen, wenn du auf die Karte guckst. Ne? Da bin ich. Den ich auch hab. Dank dir. Muss ich die Haare auch binden? Ja. Ja. Dann ich muss zum Friseur. Alles gut, freu dich hin. Super, Norbert! Gibt's keine Maske, wo die Haare drunter passen? Nein, no, die sind extra sehr voluminös geföhnt. Ja, okay, ich mach schnell. Ja, die letzten Harrys. Zusammengewuschelt. Wir können das Outfit dir gleich am Klamottenladen dann zurücklegen und da eine Tüte packen lassen und das dann in der Tüte mitnehmen, weißt du, damit es nachher nicht super auffällig ist. Oder wir fahren von da aus einfach direkt zur Pilgerage. Von West Hallo, ihr Schnuppelpupsis! Was geht ab? Was muss der mir geben? John kann dir das bestimmt sagen. Jackson, komm mal kurz auf, bitte. Ja, oh doch, ich habe guck mal, ich habe ein Handtuch dabei, das kann ich rumwickeln, so? Das sieht gut aus, genau. Nee, wir fahren jetzt gleich maskiert runter zum Maskenladen, holen uns die Maske, die Leo aufhat, diese mit den Knochen und den roten Augen, und dann können wir uns das alle eintöten lassen und dann fahren wir zur Biergarage, satteln auf und gehen Lanzoni entführen. Seid ihr soweit? Ja. Und los. Ich hab mit dem Rasierer umgefummelt, ich hab Angst, dass er mir die Gels abgeschnitten hat. Wer hat was? Na, die hat gerade mit dem Rasierer mir rumgefummelt, ich hab Angst, dass er mir die Gels abgeschnitten hat. Oh, dann kleben wir den wieder an. Ja, ich hab jetzt einen Spuck. Wir haben noch keinen Lüli an. Umspann. Ja, dann halt doch einfach an, wenn die keinen Lüli an haben. Lass die vorbeifahren. Jetzt halten sie hinter uns an. Warum auch immer. Kann ich Ihnen helfen? Ja, können Sie tatsächlich. Rote Ampeln halten, Geschwindigkeit halten, richtige Fahrbahn fahren. Alles gut. Das ganze Programm. Okay. Das war nicht Frage, oder? Ja? Nee, Bro. Tipptopp, wunderbar. Hoch und eigentlich heilig. Ordnungsgemäße weiterfährt. Danke, ebenfalls. Tschüss. Hat jemand einen Stimmverzerrer? Mich hört er sofort raus, wenn ich rede. Ich kann versuchen, mich hört man nicht so raus. Ja. Warum fühle ich mich jetzt ausgelacht? Weiß nicht. Sofort. Der Stimmverzerrer, oder? Mhm. Was hat der da überhaupt schon wieder an? Wenn's was? Jetzt. Sonst gibt es gleich durchaus unangenehme Situationen für Sie und Ihre Mitmenschen. Ganz lustig vom Parkplatz. Okay. Mich nicht noch einmal. Ich zähle jetzt von drei. Okay, was, wenn ich dir eine Waffe in die Fresse halte, du Kacklappen? Du nimmst jetzt die Hände hoch. Wenn irgendeiner hier eine Waffe zieht, puste ich eurem Kollegen hier die Birne weg. Ihr könnt die Handys auflegen und könnt alle jetzt mal ganz geschmeidig die Hände nach oben nehmen, bevor ich eurem Kollegen hier die Birne wegballer. Ich glaube, ich bin taub. Hi, Rainer. Rainer? Hallo. Was geht? Wie geht's euch? Also, wenn ihr nicht wollt, dass ich euch eine Waffe in die Fresse halte, solltet ihr, wenn ihr beim nächsten Mal so eine Nummer mit mir abzieht, auch Waffen draußen haben. Ja, was? Nein, aber wir wollen euch bewusst, wir wollen euch bewusst nicht mit Waffen bedrohen, ne? Ja. Das heißt, ihr seid hier, um euch umzuziehen. Ich bin mal wieder euer Kleidungsladen. Ja, ich muss auch ganz dringend zum Friseur. Das ist ja nur John. Und spiel so einen auf komplett Bekloppten, damit die mich in die psychologische im State schicken und greif vielleicht auf dem Weg dahin noch einen Polizisten an oder so. Ja, letzteres ist ein bisschen schwieriger. Oder ja, Steinfeld, wenn der irgendwelche Taten gesteht, die er überhaupt gar nicht begangen hat und alle töten möchte, kriegst du den aus dem State wieder raus? Nein, ich sage, ich hätte alle einfach umgebracht, aber ich habe ihn nicht umgebracht. Er kann ja zum Beispiel sagen, dass er die Crusader umgebracht hat, die schalten für eine Stunde das Telefon aus und dann wird er erstmal in Untersuchungshaft in State wahrscheinlich kommen. Das hatten wir doch schon. Ja, vielleicht Mal. gehen ja. Ja, vielleicht immer dann mit in State gehen will. Ja, ne? Vielleicht gehen aber zwei oder drei in State, die einen auf komplett gestört machen, sodass die Cops nicht der Meinung sind, die können den da in irgendeiner Ecke wegtreten oder sowas mit 30 Leuten. Gerade in Anbetracht der aktuellen Situation, warum meldest du dich denn los? Damit ich niemandem im Wort falle. Ich kann im State gehen. Ja, aber bist du in der Lage, so zu tun, als wäre... Na, okay. Bist du in der Lage... Ja, okay. Wirklich? Aber, also,
Bist du so Hosse-mäßig in der Lage, so zu tun, als hättest du sie alle umgebracht? Ich hab sie alle umgebracht. Was muss man denn machen? Gesichter Gästen gegessen. Reicht denn auch schon eine Geisel oder so ein Quatsch? Du hast Flavia noch nie in Aktion gesehen, oder? Die hat für mich gearbeitet. Ich hab ihre Gesichter gegessen. Sie noch nie richtig in Aktion gesehen. Also ich wundere mich echt, dass du das hinterfragst. Ja, ne? Ich bin so ein Schätzchen. Ist sie. Irgendeiner ein Problem damit, wenn die beiden ins State gehen? Ich hab tatsächlich der Aussage, dass einer unser Name gefallen, dann wird da eh nichts draus. Das wird so sein, ja. Gut, dann gehe ich zum Hof, schnapp mein Motorrad, fahr dort hin und ihr kommt gleich nach. Hier reicht gerade keinen von den Ballers. Das ist nicht schlimm, ich sag erstmal einen von den Ballers. Ein Baller-Auto! Ballers! Hallo! Hallo! Red Fox. Oh Gott, ist nicht. Habt ihr wen gefunden? Das ist fucking anwesend. Habt ihr mal eine Sekunde? Kommt ihr mal dazu kurz? Jo, ich park grad. Hey, Waldeck. Ja. Komm mal gerade bitte. Wenn ich dich nie wieder sehe, Bananen, genau. Kannst du Miguel einen von mir reinauen? Aber klar, aber wir sehen uns wieder. Wir könnten eigentlich fast Flavia mit einem der Ballers dahin schicken. Das würde das Ganze noch ein bisschen glaubwürdiger machen. Leo. Mit ihrem Boyfriend, weißt du? Dass die Ballers den PD lassen. Ja, nee, er kommt nicht mit mir in. Er sagt, er will nachher mit sprechen. Ja, und ich sag nur, schick ihm weg, nicht, dass die drauf kommen, ne, und es gibt Ärger oder so. Ich würde das Ganze halt auch nicht zu kompliziert halten. Ja, aber es muss ein bisschen was ja nicht sein. Ja, hallo, Mann. Wer von euch hat eine Freundin? Keine Freundin? Keine Freundin? Ja. Ja. Beide, guck mal, wie aussehen. Ich hoffe, MJ nicht mehr. Wer von euch ist Single? Los. Ja, also, ich bin offen für alles, ne, also. Herzlichen Glückwunsch, bin ich jetzt mit meiner kleinen Schwester zusammen. Hi, das bin ich, freut mich. Hallo, Flavia. Du bist wer? JJ? MJ? Irgendwas? J? JJ. JJ. Okay, pass auf. Kurzfassung, wir müssen die Cops bluffen. Wir brauchen einen glaubhaften Grund, warum jemand von uns in Schutzhaft geht. Ende der Geschichte. Wenn jemand von den Cops fragt, du bist der Freund von Flavia. Ja, na klar. Und das war's tatsächlich schon. Sie hat so viele Infos gedroppt. Was geht die Cops einen Scheiß an? Und so weiter und so fort. Übelstes Gang-Shit-Gedur. Ja, voll krass. Ja, okay. Die sind gerade eben da unten lang gefahren. Die Story ist verbrannt. Wieso? Hier stehen doch Lilane. Wir haben gerade noch versucht, das zu schlichten. Du bist immer lauter geworden. Du hast immer mehr rumgebrüllt. Du hast mir nicht geglaubt. Und dann du hast gesagt, so jetzt geht's mir an dem Kragen. In die Luft geschossen. Hast du geschossen? Genau, ich Flavia ist mit JJ weggefahren. JJ, schießt einfach jetzt mal ein bisschen. Schießt mal hinterher. Oh, super. Verfolgungsjagd mit meinen eigenen Leuten. Du bist? Wut. Wut. Cops. Wutzi Duzi. Hey. Steck auf und verpiss dich. Wut, informier JJ, bring dich weg! Jo. Ich brauch Hilfe! Hilfe! Würden Sie mal bitte einmal von hier hinten weg? Nur wenn Sie mich mir helfen. Ja, mach ich. Sie müssen die Türen abschließen. Mach gerade mal alle Türen zu. Kleiner Blick bitte. Hui. Was ist los? Was ist los? Sind die Crusader vor der Tür? Ist außer irgendwo? Warum geht's? Ich habe ein Problem. Was haben Sie denn für ein Problem? Wie wär's, wenn sie einfach erstmal rüber mit dem Projektor rumkommen? Hey. Ja, dann sehen die Kollegen, dann sehen die Motorradfahrer auch nicht. Sind die vor dem Tür? Ja, die fahren dort rum. Haben Sie JJ gesehen? Wer ist denn JJ? Sie müssen nach JJ gucken. Warum? Wer ist denn JJ? Okay, ich versuch von vorne. Ja, bitte. Ich bin ganz aufgeregt. Ose ist mein Bruder. Und Ose hat immer ein Problem damit, wenn ich jemanden kennenlerne. Und ich hab JJ kennengelernt und er ist bei den Ballers, aber mich interessiert das nicht. Ich trage nicht so ein Kutte und mir ist das mit den Farben egal. So ist. Okay. Und JJ und ich, wir haben uns mehr als nur gut verstanden. Und ich mag ihn sehr und viel getroffen und so. Und ich habe versucht, das Ose zu erklären, aber er will das nicht so richtig verstehen. Und jetzt ist das Problem, dass irgendwelche Informationen von dem Crusader zu den Ballers gekommen sind. Und sie denken, ich habe gesagt, aber das stimmt nicht. Ich weiß nicht, woher dem kommen. Aber jetzt, die sind alle sauer auf mich und sie sagen, ich habe irgendwie irgendwas mit geschnitzt. Ich mache mir Sorgen, ich habe Ose noch nie so sauer gesehen. Und er sagt, du bist nicht mehr meine Schwester.
Oh, aber Ray, ich hab gesucht von den Crusadern, wird Flavia de Luz. Ich hab nichts gemacht. Wer aber auch immer JJ ist. Warner. Gesucht wird unter anderem noch ein... Wie heißt der JJ denn mit Nachnamen? Wissen Sie den vollen Namen? Er ist JJ Schnuckelase. Heißt der zufällig mit Nachnamen Brooks? Und sein amtlicher Name? JJ Brooks. Ich Schnuckelase. Nein, der ist nicht von dem... Nicht Brooks. Haben Sie eine Nummer von dem? Er hat mir gesagt, ich darf gar niemandem rausgeben. Mit wem haben wir denn hier gerade überhaupt die Ehre? Ich bin Frau Flavia. Delus. Frau Delus, das wird alles wieder werden. Okay? Joan ist wie ein Schwester für mich. Oh, ich hab doch nicht gemacht. Frau Delus, wer von den Crusadern war denn noch anwesend, der von vielleicht vernünftig reden kann? Ja, alle waren da, aber Joan hat mich auch angebrüllt. Ich wohne bei Joan. Und sie hat gesagt, sie weiß nicht, wie sie auf so ein Miststück wie mich reinfallen konnte und wie ich dem Familie verraten konnte. Kelso hat mir vor die Füße gespuckt. Und Norbert hat gesagt, ich bin Abfall. Ich mein Taschentuch so. Mit Tränen sehen sie nämlich gar nicht mehr so hübsch aus. Merci. Ich will mir meine Familie, weil einer lügt. Ich muss mich in seine Angelegenheiten einmischen. Gut, also wenn es für Sie okay ist, Frau Delus, würden wir mit Ihnen aufs Dach und von dort einmal rüberfliegen. Ja. Sie setzen mich nicht aus. Wer ist... Oh, nein. Nein, auf keinen Fall. Ich höre nur ein Wort. Warte mal. Direkt ins PD. Oh, ich glaube, ich würde wegfliegen. Gut, dann los geht's. Abfahrt. Wer fliegt Abflug. Mit? Ich würde sagen... Adler, nicht so viele. Adler und ich. Oh. Nicht so viele. Macht ihr das? Los geht's. Passt. Wir nochmal auf. Nein. Ja, dann fliegst du mit. Ja, dann. Adler, dann bleib ich hier. Alles klar. Mal zwei, drei Kollegen zu mir. Beeilung bitte. Wir evakuieren. Delus, ich würde Sie bitten, einmal einzusteigen. In welchem? In dem ihr? Ja, stecken Sie bitte in den ein, machen Sie sich fest. 65, Airborne. Vorschlag wäre, wir gehen da nicht in den Pausenraum da. Ja, ganz entspannt. Wenn die jetzt gerade abziehen haben, die ist halt. Frau Delus, ganz ruhig bleiben, Frau Delus. Frau Delus, hier haben Sie noch mal ein Taschentuch. Das ist meine Familie. Wer lügt denn da so? Warum schiebt mir das jemand in dem Schuh? Ich weiß, ich bin manchmal ein Miststück, aber das ist meine Familie. Frau Delus, das wird sich gleich alles aufklären, okay? Sie haben ihn noch gesehen. Wie wütend er. Er lässt überhaupt nicht mit sich reden. Können die doch reinkommen? Können die nicht rein? Eigentlich nicht, aber wenn die wissen, dass sie hier sind, macht es keinen Sinn, dass wir sie hier behalten. Naja, werden wir. Ja, 65 hat eine Fake-Landung gemacht, wird jetzt wieder starten und noch ein bisschen in der Luft bleiben. Aber wo wollen sie mich dann hinbringen? Ah, in der Luft können wir erstmal gucken weiter, bis wir was Sicheres haben. Die Kollegen suchen gerade. Was ist, wenn der Rotschopf. Wie ist Ihr Name? Benjamin Gerb. Was ist, wenn Benjamin und ich da bleiben und Sie fliegen und lenken dem ab, dann die wissen das nicht. Ja, jetzt denken die Leute aber, weil wir gelandet sind, dass wir sie dort abgeladen haben. Ja, das ist richtig zum Zwischenlanden super, Scheiße. Aber die können halt von allen Seiten über die Zeit. Ja, das ist richtig. Alter, unser Plan geht schief. Ja. Wir schauen einmal jetzt zum PD. Der Herr Milzen hat eine Idee, wo wir sie hinbringen können. Ui. Herr Mitz meint, da wären sie erstmal sicher. Und das ist nicht das State, wo die Crusader direkt wissen, wo das ist. Und das ist auch nicht das PD. Wir machen jetzt hier einen fliegenden Wechsel. Und dann geht's weiter für sie, okay? Verstanden. Das war jetzt unangenehm. Gut, dann steigen sie einmal bei Herrn Mitzen zu. Soll ich mit dazugehen? Bitte. Nee. Ich will nicht mit Mitzen alleine, der mag mich nicht. Gut, dann klären wir das einmal mit Herrn Mitzen. So. Waren die immer noch da unten rum? Ja, darum wir sind wir weiter nicht gelandet. Los, komm mit. Ose war schon sauer, dass ich nicht mit einem von den Bollers zusammen sein kann, weil das Stress gibt irgendwann. Was wäre, wenn die Crusader und die Bollers aufeinander schießen? Ich habe gesagt, ich bin nicht bei den Crusadern und ich bin nicht bei den Bollers. Es geht mich nicht an. Und er sagt, es geht dich wohl was an. Was ist, wenn die aufeinander schießen? Stehst du zu deinem Mann oder zu deiner Familie? Und es war die ganze Zeit irgendwie schon problematisch und er war sauer. Und ich habe gesagt, Ose, wen soll ich denn sonst kennenlernen? Jemand von der Grove? Jemanden von den Platz? Es wird doch immer dasselbe Problem sein. Und er sagt mir, dann nimm einen von den Crusadern, aber Milzen, wen denn? Norbert?
Donny, das funktioniert alles nicht. Und er hat gesagt, ich soll nichts so tun. Es wäre die einzige Möglichkeit, dass dem Infos rausgekommen sind. Er hat mich gar nicht ausreden lassen. Donny hat mir vor die Füße gespuckt. Joan hat gesagt, ich bin ein Schlampe. Ich weiß gar nicht, die haben mich gar nicht mehr zu Wort kommen lassen. Ich weiß nicht, was für Infos es sind. Aber wer auch immer irgendwas gesagt hat, ich nicht. Aber sie sagen, ich hab JJ Infos gesteckt und jetzt die Ballers wissen irgendwas, was sie nicht wissen dürfen. Ich verliere meine Familie. Und ich, aber meinst du nicht, dass man das klären kann? Ich denke, normalerweise, ich würde sagen, aber ich habe ihn noch nie so wütend gesehen. Milton, normalerweise, er greift die Männer an, die mir zu nahe kommen. Er bedroht die, er hat auch versucht, JJ zu bedrohen, aber er hat sich nicht bedrohen lassen. Aber er hat noch nie mich bedroht. Sagen wir, ja, es ist mein Haus. So, und wie stellen Sie sich das jetzt vor? Was soll jetzt passieren? Das weiß ich nicht. Ich hatte von Ihnen Hilfe erhofft. Irgendwie eine Klärung, dass Sie vermitteln. Ich weiß auch nicht. Machen Sie das, was man... Bleiben Sie mal dran und sagen Sie erstmal nichts. Oi. Soll ich einen anders anrufen? Oi. Ich habe halt noch eine Waffe dabei. Und Wilson steht hier ganz allein vor mir. Es ist so verlockend. Dann komme ich übrigens auch ins State. Willst du? Herr Hernandez, ich habe hier noch jemanden mit in der Leitung, der ganz gerne mal kurz mit dir sprechen möchte und der vielleicht auch ein bisschen das Vertrauen gerade braucht, dass ihr nichts passiert. Also? Was willst du? Ich habe wirklich kein Info weitergegeben. Ich weiß doch noch nicht mal, um was für Infos es geht. Bitte sprich doch mit... Natürlich, und deswegen rennst du zu den Cops und tauchst unter, hm? Du hast auf mich geschossen! Ich habe neben dich geschossen. Das Ding ist an mein Ohr vorbeigeflogen. Bitte. Und du glaubst, du machst deine Situation besser, indem du dich jetzt bei den Cops versteckst, oder was? Und es ist bewusst, dass du im PD bist, ne? Du redest ja nicht mit mir. Ich will mit dir reden, aber nicht mit den Cops, ne? Und ich hab nichts verraten. Natürlich hast du nichts verraten, ne? Weil du auf dem Schwanz von diesem komischen Baller bist, du kleine Schlampe, ne? Hör bitte auf, sowas zu mir zu sagen. Du bist mein Bruder. Natürlich. Mich verletzt das. Und ich verstehe nicht, wieso du irgendjemandem so viel mehr glaubst als mir. Also bitte. Erklär mir, woher sie die Infos sonst haben sollen. Ich weiß es doch nicht. Verdammt, ich weiß es nicht. Wenn du wirklich daran interessiert wärst, das zu klären, dann würdest du nicht zu den Kopf rennen. Ich bin nicht. Du machst mir Angst. So viel Angst. Familie bin ich, dass du dich vor den Kopf versteckst. Also bitte hör auf, mich so anzubrüllen. Ich höre mit nichts auf. Ich hab nichts gemacht. Ich weiß nicht, woher nehmen. Kannst du nicht mit den Wallers sprechen, woher das kommt? Frag JJ oder so. Er wird dir doch bestätigen, dass ich nichts gesagt habe. Ich weiß doch noch nicht mal, um was für Infos es sich dreht. Warte kurz. Nein, fick dich. Also bitte. Also. Phase jetzt hier. Meine Familie. Ist das denn? Ich habe jetzt nicht viel mitbekommen von dem Ganzen. Ist da denn was dran? Ist da was gewesen oder ist das ein Missverständnis? Ist es denn? Ich hab es mit JJ am Laufen, Wayne. Es halt. Also wenn da wirklich nichts an Informationen oder irgendwas rübergegangen sind, dann muss man das doch klären. Dann muss es doch irgendwo. Ich müsste man klären können. Die Frage ist. Ich fand den Vorschlag, das in diesem State zu machen, gar nicht so schlecht. Ist das nicht bewahrt? Er muss sich ein bisschen zurückhalten, vielleicht... Das ist richtig, aber dann... Er ist gezwungen ein bisschen... Ihr ganz lasst ehrlich, die jetzt raus, ihr geht, Frau Deluz, ihr als nicht wenn da rein, Herr Hernandez der eigenen Schwester was tut. Nein, das wird er nicht. Eben, der kann doch hier, soll hier hinkommen und mit dir reden. Es ist doch alles gut, wir aber sind hier. Aber auch nur zu zweit, weil es wird andere Probleme da geben. Ne? Rufst du denn an? Lass uns das erstmal mit ihr klären. Wenn sie das nicht möchte, dann werde ich das nicht machen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Milton, ich bin ganz bei dir. Vor einer Stunde, ich hätte gesagt, niemals. Niemals. Ich habe neulich
dem Laser gedroht und Laser ist zu Ossi gerannt und hat das gesagt und ich habe gesagt, ist nie passiert. Und Ossi wusste ganz genau, dass ich lüge und er stand trotzdem hinter mir. Er ist mein Bruder, egal was ich ausgefressen habe, er stand hinter mir, er hat auf mich geschossen. Herr, Frau Deluz, wenn der Herr Hernandez schießt, dann trifft er meistens. Wenn er jemanden treffen will, dann trifft er. Ich weiß nicht, was das Richtige ist. Ich hab einfach Angst. Ich weiß. Ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Wenn da wirklich was in den eigenen Reihen ist, ich glaube, dann flippt er richtig aus. Weil das haben wir ja jetzt schon gesehen. Wenn Sie wohl recht. Ja? Weil dann ist das vielleicht, ich bin tatsächlich auch ein bisschen aufgewühlt. Vielleicht ist das ganz gut, wenn ich ein bisschen runterkommen kann. Gibt es ja doch zu essen? Ist ein Eli? Was für ein Eli? Können wir, der kommt nahe. Wir sollten ja abbauen, ein ziviler Eli. Ich mach einmal auf, setz dich mal rein. Offen. Zivil? Das war doch eine Kutte, oder? Das war ein ziviler Heli, ich hab nicht gesehen, wer da drin saß. Wir suchen ihn ja auch noch. Wieso ist der so böse? Ja, letztendlich, wir haben angerufen, ne? Also, ich schreibe ihn jetzt gleich auch nochmal. Der war ein Motorrad. Mon Dieu, fahren Sie bitte, bitte fahren Sie, bitte fahren Sie, bitte irgendwie. Ich muss kurz gucken. Ist nur eine Streife? Die Streife, die in Whitewood fährt, bitte einmal abbremsen. Sie sind hinter uns, sie sind, die, mein Motorrad ist hinter uns. Wir haben von den Crusader, wir haben die Frau Deluce und würden einmal gerne ins Date bringen. Warum sind die nicht bei ihm im Krankenhaus, wenn er verletzt ist? Wie kann man denn so sauer auf mich sein? Das werde ich denen auch gleich sagen, dass das bestimmt nicht ohne den Herrn das geklärt werden soll und wir jetzt mehrfach versucht haben anzuhören. Wie sollen sich um ihn kümmern? Er ist mein Bruder, auch wenn er mich asst. Ich will, dass ihm gut geht. Wir sind wieder auf Kurs Richtung State. Wir sind jetzt... danke für die Unterstützung. Ja, und den Heli. Ich kann halt echt nicht mehr reden, ne? Dann treffen wir uns auf dem Landefeld. Ist das der von uns? Also von ja, Ihnen? Ja. Danke. Wirklich? Dann, das war rasant. Und knapp. Ich schreibe gleich... Aufregend. Ich schreibe gleich dem Hernandez eine Nachricht. Dass wir das treffen wollten. Dass wir das treffen wollten, aber da er ja krank ist, das im Moment noch nicht geht. Boi. Dann gute Reise. Salut. Hallo, Frau Delus. Hallo. Ich habe gehört, Madame Tiro hat irgendwie eine Verfolgung mit Crusadern. Ja, die haben mittlerweile schon wieder abgelassen. Die dachten, sie sitzen da im Auto drin. Oh, ich verstehe. Okay. Hoffentlich regelt sich das irgendwie wieder. Besuche ich auch, das ist meine Familie. Sie haben ihr irgendwo einen Ort, wo ich bleiben darf, weil ich nicht eingesperrt bin, sondern freiwillig ihr, wo ich ein besseres Bett bekomme als ein Pritsche und was zu essen bekomme ich auch noch. Ja, hat das Frau Baxter gesagt. Wir müssen das nur gerade einmal abklären, weil wir von überhaupt nichts wissen. Ui, dann danke ich Ihnen und ich melde mich bei der Leitstelle. Genau, melden Sie sich, sagen Sie, dass Sie wach sind und dann werden die Kollegen, ich denke mal, Frau Baxter, wenn die da ist, dann wird die sich da selber direkt einschalten. Danke für Ihre Hilfe. Kein Problem. Dafür sind wir da. Schönen Abend. Alles klar, danke Ihnen auch. Passen Sie auf sich auf. Tschüss. Aha. Zellentrakt. Jetzt erstmal gucken, ob hier jemand ist. Hallo? Ist jemand hier? Hallo? Irgendwer? Hallo? Ich glaube, die haben es gefressen. Ich glaube, die haben es gefressen. Wenn sie es nicht gefressen haben, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, ne? Allein das Milzen mich verraten hat, bedeutet, sie haben es gefressen. Ah, oh, das ist so gut. Der hat mich verraten. Das ist so gut. Der hat mich verraten. Das wird so gut noch. Ich glaube, ich lege mich oben hin. Alles klar, mach das. Super, ich wünsche dir was. Wir hören uns morgen. Bonne nuit, schlaf gut. Hoffe, der Zimmerservice ist gut. Bis dann. Mhm. Leute, was eine Wendung! Habt ihr das so verstanden? Bin ich die Einzige, die das nicht von vornherein so verstanden hat? Milzen hat dich gerade hingegangen. Tatsächlich. Gib uns mal Posi-Infos. Milzen hat dich hingegangen. Wissen, wo ihr seid. Ankommen, glaubwürdig. Oder, wenn ihr wisst, wo kommt. Krass! Ja, hab ich überlesen. Krass! Lol! Oh, Leute. Das gibt noch RP.